Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play The Legend of Zelda The Mighty Cap. Im letzten Part haben wir den Dungeon hier abgeschlossen, der glaube ich der fünfte war. Ja, den fünften Dungeon abgeschlossen und gehen jetzt weiter. Yeah! Voll der komische Port. Okay. Wir besetzen nun alle vier tut mir leid. Wir besetzen nun alle vier Elemente. Erschaffen wir das heilige Schwert. Oh mein Gott, ich werde jetzt aber allerdings noch nicht das heilige Schwert erschaffen, weil ich glaube, dann geht's schon richtig weiter und das will ich noch nicht. Also will ich schon, aber ich werde halt noch ein bisschen was Sidequesten und so. Ja. Also gehen wir erstmal nur hier weg. Okay. Ist die wohl dafür halten, dass ich das geschafft habe? Bin ich cool? Bin ich cool? Wir vom Volk des Windes haben großes Talent darin. Fragmente, sagst du? Das hat die schon mal gelabert. Ja, natürlich. Geil. Oh, cool. Yeah. Oh, ein Baum wird. Ja. Das war jetzt toll. So. Da sollten wir auch mal hin. Glaube ich. Ich weiß ja nicht, ob das Wichtiges war. Ich glaube, da war nichts Wichtiges. Ich glaube, da war einfach nur, wenn man graben kann und dann kann man irgendwie Geld finden. Aber naja. Muss immer noch gucken, wo die letzte Geldbörse ist. Verdammt. Naja, aber dann ist dieses Spiel auch fast vorbei. Viel ist es nicht mehr. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist mal dahingestellt. Aber ich brauche noch so ein Fragment Scheiße. Aber naja. Gut. Also. Wo könnte ich jetzt noch Fragmente vereinen? Vielleicht wollte ich die nochmal. Nein! Ach, da kann ich nicht. So, ich gucke mal, ob ich vielleicht irgendwo die. Achso, nee, warte mal, da gab's. Stimmt, wo gab's überhaupt noch die Flaschen? Also eine Flasche gab's auf jeden Fall. Hab ich das nicht gemacht? Okay, hab ich noch nicht gemacht. Das ist also dein Haus, ein prächtiges Zuhause hast du. Und wo ist mein Zimmer? Du kriegst kein Zimmer hier? Kannst du vergessen? Na, Onkel Albrecht, du Typi, ich Fragmente erstmal mit dir. Fragmente erstmal mit dir. Voll geil, ja. Okay. Es passt. Was für ein Zufall. Was ist das? Okay. Eine Truhe. Ah, das passt ja, Mann. Okay, ich bin mal wieder. Hallo? Oh, Link, es steht schlecht im Schloss Hyrule. Da fällt mir ein. Verwendest du auch alle Items, die du bisher erhalten hast? Woher weißt du das? Alter, wieso weißt du, dass ich in Dungeons war? Das ist ja voll fies, Mann. Na gut, in einem ist ja klar, aber... Hä? Egal. Wenn du einmal nicht weiterkommst, solltest du verschiedene Items ausprobieren. Na, okay. Ich werde es versuchen. Gut, wenn ich mich jetzt nicht richtig... wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann ist in dieser Truhe sogar eine Flasche. Ja, da ist eine Flasche drin, oder? Also nicht die Flasche, die ich gerade bin oder so. Nein. Aber eine Flasche. Die ich zufälligerweise auch suche. Weil ich es nicht mehr wusste. Oh mein Gott. So. Ja, es ist sogar wirklich eine Flasche. Cool, jetzt haben wir drei Flaschen und eine gibt es noch, glaube ich. Nee, wo gab es die letzte Flasche? Das ist eine gute Frage. Komm jetzt, du. Wo war die letzte Flasche? Verdammt. Aber ich glaube, haben wir schon. Habe ich das schon? Nee, Moment, das geht doch eh noch nicht. Das geht das, wenn ich. Vielleicht sollte ich doch das Schwert schon mal transformieren. Was heißt transformieren? Aber dann haben wir halt die Möglichkeit, mehrere Herzteile zu holen, weil dann kann man nämlich sich ja vier teilen und dann kann man auch Steine bewegen, die vierteilig sind. Was? Nein, Steine bewegen, die halt so vier Links brauchen sozusagen. Na, mal gucken. Ich glaube sogar, das war hier so eine Stelle. Ne, ich glaube, da könnten jetzt... Oh mein Gott, nein, das war sogar nicht so eine Stelle, sondern nur so ein Herzteil. Yeah! Und diese Truhe da war, glaube ich, Geld, oder? Ne, ein Fragment. Cool. Cool! Total geil! Okay. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal versuchen, mir an den Kühen vorbeizulaufen, weil ich mal, versuchen will, Fragmente zu vereinen mit einer Kuh. Was? Wie ruhig es hier ist. Und die Kühe sehen wohl genährt aus. Ja, wen interessierte das gerade? Habe ich Select gedrückt oder so? Aus Versehen? Kann ja sein, kann ja passieren.
Egal. So, mit dieser Kuh können wir nämlich auch Fragmente vereinen, wenn die jetzt das Ordentliche hat. Okay. Riesi, die Kuh heißt. Boah. Riesi. Okay. Dann müssen wir wohl noch ein paar Fragmente suchen. Ich frage mich nur gerade, wo ich die alle herkriegen soll. Ich hab keine Ahnung. Kannst du dich mal bewegen? Nicht in die Richtung. Die Kuh frisst mich, oh mein Gott! Oh mein Gott, wieder aus, sie spuckt voll ekelhaft. Bei Kühe sind ja Wiederkäuer und so. So, kannst du nicht mal bitte. Nein, nicht mit der Kuh reden. Kannst du mal verpissen, hallo? Endlich. So. Gut. Ach, hier oben war übrigens der letzte Tingle, fällt mir gerade so ein. Ist das nicht passend? Was für ein Zufall. Das habe ich total vergessen gehabt, aber jetzt weiß ich es ja. So, jetzt muss ja nur noch das richtige Moment. Boah, was ist das? Tut mir leid, kurzer Cut, ich werde angerufen. So, sorry, schneide ich dann raus. So, es geht weiter und wir werden jetzt Tingle voll. Wie heißt der Typ? Der heißt. Guten Tag. Herfi, mein Bruder Tingle hat mir von euch erzählt. Ja, wie heißt der Typ jetzt eigentlich? Mann, ja, ich will vergangen dabei. Du heißt Jingle. Und du hast. Mann! Voll der Arsch hier, ey. Verarscht. Jetzt komme ich da nicht runter. Ach, Mann. Gut. Okay. So, dann würde ich sagen: gucke ich jetzt mal, ob ich noch ein paar Fragmente finde. Ein paar Fragmente. Ein paar. Nicht zwei, nicht drei, nein, sondern ein paar. So, nee, oder was könnte ich jetzt noch machen? Ich könnte ja mal gucken, ob vielleicht noch irgendeine Fragmente fallen. Willst du Fragmente fallen? Nö. Moment, ich kenne noch mehr. Willst du Fragmente fallen? Nö. Will die da Fragmente fallen? Nö. Die würden doch keine Fragmente fallen, die sind ja voll fies, Mann. Wenn du willst Fragmente fallen, die. Hast du gerade das Richtige? Du bist cool! Okay, ach ja gut, wenn man mit den dreien da Fragmente vereint, dann kommt so, da kommen so Schmetterlinge und so. Und bei einem, also und die können dann einfach. Die lassen mich dann halt Dinge tun. Und dadurch werden dann halt so Sachen. Getriggert sozusagen, wie schnelleres Schwimmen oder schnelleres Graben oder manche wollen die alle diese scheiß Fragmente haben. Oder schnelleres, ja, das war's schon. Immer mal schnelleres Schwimmen, schnelleres Graben und, noch irgend sowas. Weiß ich jetzt gerade nicht weiß. Oh mein Gott, ich komme da rein, was bringt das? Ich habe keine Ahnung. Okay. Hochebene von Bele. Wieso heißt das eigentlich Hochreden von Biele? Biele, was ist das für ein Wort? So, hier können wir auch nochmal raus, aber ich glaube, da gab es nur Geld oder ein Fragment. Wenn ich Glück habe, ist es ein Fragment gewesen. Also, wenn ich ganz viel Glück habe, wieso auch immer die Tür nur aufgeht, wenn man die Fackeln dann macht, aber naja. Das ist ein Fragment und es ist rot. Das brauche ich jetzt gerade gar nicht. Du willst auf jeden Fall, das weiß ich. Ach du, die wollen alle dieses Kackfragment da, was sind das für Typen, ey? Die suchen alle nur das eine, ey. Ha, du bist cool. Ach ne. Mann! Der wird doch mal ein anderes, dann habe ich das auch nicht. Ja, super. So, ich kann jetzt auch noch mit denen reden, dass die halt umziehen. Weil da wurde ja noch ein Haus gebaut. Oder ist das schon gebaut? Keine Ahnung. Farore. Gut, da können wir uns, glaube ich, schneller graben. Auf jeden Fall ist das letzte dann auf dem Friedhof. Der letzte Schmetterling. Wieso man dazu auch immer schneller Schmetterlinge einsammeln muss, aber naja. So, Nairu, du hast jetzt bestimmt auch ein gutes Fragment. Ja, gut. Geil. Oh mein Gott. Das Problem ist jetzt halt, da kann ich mich nicht hinporten und deswegen. Ich werde dann einfach da sein. So ganz zufällig. Im nächsten Part. Oder so. Vielleicht soll ich es auch nachher noch. Ich weiß es nicht. So, also, ich brauche ja noch so ein paar Fragmente, die so hier sind, also 100 Rubine ausgeben, einfach mal so, und dann, ja, schön Ding, und dann mal gucken, ob ich es gekriegt habe.
Auch wenn es nur einmal wäre. Ich habe es natürlich nicht gekriegt, aber ich kann jetzt mit diesem komischen kleinen Jungen da in der Bibliothek, was Bibliothek, in dem Ding da dingsen, bumsen, vereinen, so, nicht bumsen. Oder war das der Junge? Kannst du stehen bleiben? Danke. So, du wolltest das doch haben. Er heißt Till. Oh nein, Till Schweiger. Nein, tötet ihn. Ich weiß nicht, ich habe nichts gegen den Typen, aber ich bin ehrlich, mein Cousin hat da mal irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie der das gemacht hat, eine Filmrolle gekriegt. Also er hat mitgemacht oder so. Aber nur so im Hintergrund, aber egal. Und hat gesagt, der Typ ist wirklich voll der abgehobene Typ. Aber ich weiß nicht. So. So, jetzt. Wollte ich. Es gibt nämlich so ein Minispiel, da kann man pennen. Ja, da kann man einfach schlafen, ich glaube, hier drin. Und dann kriegt man Herzteil. Aber das kostet natürlich Geld, dass man hier schläft. Weil das. Ihr werdet schon sehen. Hallo, willkommen in Shimaros Laden. Ich leite das außergewöhnliche dieses außergewöhnliche Geschäft. Was? Soll ich dir was ich anbiete? Nein, danke. Wagst du es sicherlich? Du willst es also wissen, Mann. Sei müde, penne. Penne einfach auf dem Boden ein. Und lande am Ende in deinem Bett. Egal, was ist denn das hier? So, hier sind jetzt nämlich Gegner. Wie man vielleicht schon erahnen konnte. Und die müssen wir jetzt töten. Oh mein Gott, das sind voll viele. Und jetzt werden wir das, glaube ich, zweimal oder so machen. Keine Ahnung, kriegen wir auf jeden Fall ein Herzteil. Und ich glaube, hier kann man noch Fragmente formen. Vielleicht kann ich das ja dann nutzen. Ja, du wurde ich hier 10.000 Mal getroffen werden einfach. Ach Gott, diese Scheißviecher. Oh, Mann! Ich glaube, ich nehme mal den Krug aller Krüge. Nee, warum kann man das nicht schneller machen? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich werde einfach draufkloppen. Oh, jetzt leck mich doch an. Sterb! Ja, die einzigen Viecher, die wir noch nicht verrecken, sind die da, weil die irgendwie total die Kack-Eisenmaske auf haben. Ja, geh weg. Also, okay, Und komm! Und, sie sind tot. Gut, nur noch zwei Stück, glaube ich. Oder? Wie ist auch Internet lief, was? Permanent, was? Oh nein, es kommen ja zwei Wellen. Ah! Wie habe ich die Viecher nochmal gekillt, ohne dass... Achso, Boomerang. Okay. Du sollst betäubt werden, weil du Schatz bist. Weil du sonst so stachelig bist, Mann. Sterbt doch alle! Oh mein Gott! Explosion! Überhaupt nicht anstrengend. Ach Gott, wieso verliere ich so viel Leben? Das ist ja voll peinlich, Alter. So, sterb. Stirb. Ich frage mich, ob es hier noch einen Boss-Rush gibt. Ich glaube nicht. Das wäre irgendwie cool, aber es gibt's, glaube ich. Ja, komm jetzt. Stirb! Kann ja mal sterben, danke. So, die Todesanimationen sind immer so lang im Spiel, finde ich. Naja, zumindest relativ lang. Na egal. Komm. Komm jetzt. Okay. Down. So, jetzt. Bin ich nämlich cool. Jetzt kriegt nämlich ein Herzteil. Okay, dann muss ich es doch noch einmal machen. Aber auf jeden Fall kann man jetzt hier Herzteile farmen. Fragmente farmen. Oder zumindest immer mal so eins kriegen, wenn man das fertig gemacht hat. Und wo bin ich? Ey, wach auf, Mann. Du bist wieder da, Mann. Du bist nicht tot, Mann. Und hattest du einen schönen Traum? Dann beehre mich bald wieder. Ja, super. Sicherlich. Okay, dann hätte ich das Herzteil auch schon mal. Und kann jetzt weitergehen. Yay. So, wenn man hier auch ein Herzteil finden will, dann muss man total cool sein und diesen Typen da anlabern. Ah. Ich bin reich und Sammler. So wie so viele Reiche. Ja, und der sammelt halt voll das Zeug. Und ist halt so scheiße. Was heißt scheiße, aber der ist halt so. Der hier drinne ist so eine, als ich das auch endlich mal erklärt habe. So eine Bar, was heißt Bar? So ein Ding, da kann man Muscheln nehmen oder abgeben zum Wetten. Man kriegt wieder so Minifiguren, ich mach das jetzt einfach mal. Ach ja, ich sammle mysteriöse Muscheln. Man findet sie überall, auch wenn die alle gleich aussehen, aber egal. Wenn du mir eine Muschel bringst, bekommst du eine meiner Figuren dafür, Mann. Oh yeah, ah, du hast mir Muscheln mitgebracht. Cool, Mann. Figurenlotterie. Ja, es heißt Figurenlotterie. Gut. Wie viele Muscheln möchtest du zum Einsatz planen? So, am Anfang kann man jetzt nur eine machen. Da hat man 100%, dass man auf jeden Fall eine neue hat. Eine neue Figur hat. Logisch. Also mach das mal. Eine Muschel?
Gut, dann zieh da mal an dem Hebel. Wenn man einfach rausgeht, ist natürlich die Muschel weg, dann ist man gearscht, aber naja. So, und jetzt krieg ich voll das grüne Ei und was ist es? Yeah, Todeskrabscher. Ja gut, ich lese es jetzt mal nicht alles vor, aber so kann man natürlich auch nochmal ein paar Informationen über die Monster holen und so. Herzlichen Glückwunsch, ich lege dir die Figur, die du gewonnen hast, in das Regal da. So, und die können wir uns dann halt hier so angucken und es gibt irgendwie, wie viele gibt es denn überhaupt? Wie viele gibt es denn? 130. Naja, das wird lange dauern. Ich mache das aber offscreen, das wird verdammt lange dauern. Aber vielleicht mache ich das auch mit einem Muschel-Cheat, wie auch immer das funktionieren soll, aber... Weil man kann nicht alle Muscheln, also selbst wenn man 999 Muscheln hat, man braucht trotzdem mehr. Tolles Deutsch. Ne, man braucht trotzdem mehr, weil sonst geht das nicht. So, geh weg, Hund. Okay, ich kann sogar wirklich so einer komischen Tussi sagen, dass sie einziehen kann. Moment, hier gibt es glaube ich auch noch die Bücher. Geht es schon weiter? Na, guten Tag. Hier kann man Magnus... Was? Ach du heilige Scheiße, 200 Rubine. Ja, okay. Vielen Dank, Mann. Es gibt 8 Bücher. Und 8 Bücher sind toll. Okay, ja, und wenn man die halt alle hat, dann hat man halt... Dann kann man froh sein, weil sie es noch nicht... Bringt eigentlich gar nichts. Ich kauf's trotzdem. Einfach darum. Oh, cool. Ja, ein glühendes Fragment. Oh cool, sogar ein eins, das ich brauche. Okay, was ist denn hier jetzt drinne? Okay, mit Ruhe. Yay, ein Fragment. Wobei die roten brauche ich halt gar nicht. Okay, ist hier irgendwie so eine mysteriöse Wand drin oder so? So eine mystische. Ah, natürlich nicht. Schade. Okay, dann sind hier nochmal Flaschen. Feen für Flaschen, so. Was man jetzt auch wieder falsch verstehen könnte, aber egal. Gut, die letzte. Wo gab's nochmal die letzte Flasche? Ich weiß es nicht. Ach, mir fällt gerade noch ein, ich kann noch ein Herzteil holen. Ja, oh. Noch ein Herzteil. Das ist nämlich ganz schön fies versteckt, wie man da drauf kommen soll, weiß ich auch nicht, aber. Heutzutage gibt's ja Internet. Das gab's ja damals nicht. Ach ja, das war noch Zeit. Wobei, der hätte kein YouTube machen können. Nein, das war scheiße. Okay. Also, werden wir jetzt dahin gehen. Nämlich hier. Hier kann man nämlich einfach nur an die Glocke springen und dann kommt ein Herzteil raus. A swing! Oder geht das? Ah da, jo. Einfach so. Herzteil, yay! Neues Herz, cool. So, dann kann man jetzt auch endlich mal in die Schule hier rein, sehe ich gerade. Und hier ist dann auch der dritte Teil dieses komischen, vierte Teil. Moment, da konnte ich ja noch gar nicht. Egal. Ich schieb das auf jeden Fall immer zur Seite, so voll. Voll Secret und fies und kacke und. Geil. Ich weiß gar nicht, ob 25 Bomben reichen. Dürfte aber eigentlich reichen. Au. Ich sollte vielleicht Abstand nehmen von den Bomben. Oh mein Gott, ich habe meine eine Muschel wieder reingeholt. Yay! So, stirb. Ja, da müssen wir dann auch nochmal dieses. Ach nee, das ist jetzt nur, wenn ich. Na egal, wenn es die eine Truhe kann ich mir schon mal holen. Weil, wenn ich, yay, Rubine, wenn ich dort mit diesen Teilen das verschiebe, kann ich auch noch diese letzte da, und dann kann ich halt die Truhe verschieben, wie man sehen kann. Und den Inhalt bekommen, der, glaube ich, auch nicht so toll war oder so, so glaube ich, auch eine Rubine oder so. Also einfach nur ein kleiner Zeitvertreib, sag mal so. So. Und hier sind die ganzen fiesen Lehrer und die ganzen Schüler, die alle kacke aussehen und, kacke sind und voll fies und alle ärgern und, So, du willst mal... Ach ne, ich hätte dieses Fragment... Verdammt! Ich hätte das jetzt... Er heißt Erik. Okay, ich hätte das einfach mal nutzen können, um Swingle zu... Swingle? Verdammt! Egal, das muss ich halt nochmal machen. Oder vielleicht kriege ich ja auch noch zufällig in den Katakomben da. Was heißt Katakomben? Da, wo es halt ist. Da, wo man das halt finden kann, diesen Gegenstand. Vielleicht kriege ich da nochmal so ein Fragment, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Und ja, ich würde sagen, da der Part jetzt vorbei ist... Was war das? Oh mein Gott. Nein, ich würde sagen, da der Part jetzt vorbei ist, sage ich... Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Yeah, ciao.